Prestige nicht. Die Prestige nicht. Oh, die der neue Heiligtum. Also Heiligtum. Heiligtum des Zorns meine ich. Hallo, beweg dich mal. Beweg mal deinen hübschen Hintern hier. Oh, warte mal, hier vorne ist irgendwo was. Ich werde eh sterben, wenn ich da hingehe. Wenn ich nicht vorher schon gestorben bin, weil ich überall gegenlaufe. Oh, der hat irgendwas gehört, glaube ich. Ach, Demo. Der Demo wieder. Hier auf der Map, das wird lustig. Und kriegen wir den ersten Gen durch oder nicht? Ja. Ja. Ich hab. Achso, doch. Ja, war kein Ruin drin, genau. Hab ich mich jetzt erschreckt. Also, oh. Fuck! Okay. Warum sehe ich das Portal? Das frage ich mich auch gerade. Oh, ist ja gerade raus. Okay, das war jetzt gar nicht so schlecht. Er hat ein Portal gemacht und hat drauf gewartet, bis jemand in die Hütte geht, um das kaputt zu machen. Nee, hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Will der dingsen? Er will anscheinend nicht. Okay. Ich habe gedacht, ich könnte eine Verbindung aufbauen. Hast du ja. Eine Blutverbindung. Ja. Oder wollte er mich jetzt nur schlagen? Weil er hat die andere, hat er die ganze Zeit das Portal wegmachen lassen. Er stand nämlich nur da. Ich komme. Ja, er ist da, da in der Killerhütte da hinten ist er die ganze Zeit. Weißt du, wo du das Portal sehen konntest? Da war er die ganze Zeit. Und dann ist jetzt wieder in der Hütte, macht gerade was kaputt. Und steht da rum. Bewegt sich nicht. Also irgendwie spielt er ganz komisch, aber mich hat er eben geschlagen. Achso, hier ist. Oh, jetzt komme ich da nicht durch. Ja, ich konnte nicht so richtig eine Verbindung aufbauen. Ich weiß es nicht. Also mich hat er geschlagen. Aber es kann natürlich sein, dass er einfach nur Punkte haben wollte. Das weiß ich jetzt nicht. Weil, wie gesagt, er hat immer Portale gemacht und sie hat die anscheinend immer kaputt gemacht da hinten. Aber wieso sehe ich das Portal immer? Entweder hat einer einen Perk drin, was ich eher nicht glaube. Oder das hat irgendwie was damit zu tun, wenn er da durchgeht. Aber dann siehst du das Portal doch normalerweise nicht. Die Türen gehen gleich auf. Genau in der anderen Richtung. Danke. Thank you.
Oh, mich hat er jetzt auch geschlagen. Aber er lässt dich sonst in Ruhe. Ja. Ich habe noch ein Portal kaputt gemacht. Dann mache ich hier mal auf 99 auf. Aua! Na toll, ich lieg jetzt. Nein, er nimmt mich auf. Och Mann. Ist denn einer da, der dich runter... Also ich komme rüber, aber ist einer da, der dich runterholt? Ja, die holen mich runter. Also doch farmen, ne? Ja, ja. Aber jetzt nicht so clever, wenn er sie jetzt schlägt. Okay, also ich hänge gleich, aber mich kann keiner holen. Ich komme, ich komme. Ah ne, jetzt ist die andere da. Er lässt sich blenden, glaube ich, wenn sie es denn machen würde. Ich muss auch mal heilen. Nein, ich muss heilen, du Arschloch. Ich hab noch nicht. Er ist ein bisschen sehr stürmisch. Ne? Irgendwie macht er das nur mit der einen irgendwie, ne? Keine Ahnung. Was will er jetzt machen? Keine Ahnung. Hä? Okay. Das war jetzt echt cool. Tja, hätte ich das Tor vielleicht doch mal lieber geöffnet, wa? Ich glaube, wir sollen raus. Oder er will einfach nur so pervers sein und uns vorher... Ich glaube, er will uns das Tor... Oder trägt er... Achso, er trägt sie jetzt rüber. Er trägt sie rüber, wohlbemerkt. Ne? Ich weiß nicht, ob er uns jetzt rauslässt. Irgendwie, ich glaube, der will irgendwie... Der hat die ganze Zeit ja mit ihr da rumgemacht, mit uns nicht. Nee, mich schenkt er auf. Na toll. Mich auch. Ja toll, mich hängt er auch hin. Ich hing auch schon. Toll. Das war eine geile Aktion. Die andere lässt er liegen. Er sucht noch einen Haken, glaube ich. Er läuft mir hier ein bisschen ziellos rum. Die eine ist rausgegangen. Also das war eine geile Aktion jetzt. Ja, ich sag ja, wäre ich doch mal lieber rausgegangen, weil hinten das Tor war ja so gut wie auf. War ja auf 99. Ja. Wieso schreibt dieser Vollpfosten GG rein, den er sogar noch hat, am Ende getötet hat? Nee, nicht den er getötet, der andere. Doch, doch. Den Bieter hat er getötet. Der steht jetzt tot drin. Und KHR, den Namen habe ich mir nämlich extra gemerkt, steht auch als Entkommen drin, ist der, mit dem er zusammengearbeitet hat von Anfang an.
Und ich meine, ich habe es ja auf Video. Es war wirklich von Anfang an, dass er nur mit dem zusammengearbeitet hatte. Und man hat es ja auch gesehen. Er hat ihn ja auch jedes Mal, also er hat ihn rüber transportiert, dass er raus konnte als einziger. Und die anderen halt eben nicht. Die hat er dann nochmal eben schnell aufgehangen und alles. Also es war ganz offensichtlich, dass die beiden sich kannten und ganz offensichtlich, dass es eine Zusammenarbeit war. Da können die sich nicht rausreden.